Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde zu Pillars of Eternity. Jo, Rondras Geschenk, immer noch, also der Hafen. Oh, das war der schnelle Modus. Falsche Tasten. Gut, dieses Mal sparen wir uns irgendwelche Gruppentherapien, da wir alle Leute schon durch haben. Was wir jetzt brauchen, sind die Missionsserver, die wir noch haben. Und zwar zum einen suchen wir immer noch eine Kiste, die gestohlen wurde. Hier ist ein Besoffener. Hey, wer bist denn du? Eine verhüllte Gestalt liegt in der Mauer. Als er dich bemerkt, stellt er sich gerade hin und gebietet dir mit der hohen Hand stehen zu bleiben. Wenn du die Worte kennst, so sprich sie aus und wir können Geschäfte machen. Wenn nicht, dann habe ich dir nichts mehr zu sagen. Ich liebe was zur Hölle? Hast du irgendjemanden hier mit einer großen Truhe entgehen ankommen sehen? Das hängt ganz davon ab. Hast du vielleicht Kupfer bei dir? Ah, 200 Kupfer. Nach Süden sind sie gegangen. Die Pier entlang. Na, dankeschön. Welche Worte? Dann haben wir nichts miteinander zu schaffen. Pack dich fort. Okay. Eine Kurtisane? Nee, das lese ich nicht vor. Das Spiel ist übrigens FSK 16. Vier Leute stehen um etwas auf dem Boden herum, wobei es sich um eine Holztruhe zu handeln scheint. Einer von ihnen, ein grauhaariger und ziemlich grob aussehender Mann, schaut dich spöttisch lächelnd an. Bist du vielleicht wohl falsch abgebogen? Dreh dich mal besser um und geh weiter. Von der Truhe hört man ein knackendes Geräusch und ein zweiter kleiner Mann stöhnt frustriert. Verdammt, das ist schon der zweite, er blickt zu dir hoch und verstummt. Oh. Weiter rollt mit den Augen und wendet sich dann dir zu. Du bist deinen letzten Pier hinuntergelaufen. Oh. Verbrecher, noch mehr Verbrecher. Okay. Du machst erstmal die Glaubensrüstung. Du. Auf den da. Edda sieht eigentlich nicht mehr so gut aus. Der Verbrecher ist aber schon bei dem Tode nah. So, dann du. Durens, zauber mal irgendwohin einmal. So, das haut mal ein paar um. Du. Mach mal deine magischen Geschosse. Und du kannst jetzt Was kannst du da? Leiden unterdrücken. Ach so. Du zauberst mal das hier hinter dir. So. Viele Verbrecher sind es jetzt zum Glück nicht mehr. Aber Edda braucht mal etwas Unterstützung. So. Okay, den letzten hat es zerfetzt. Das war schon mal ein schicker Kampf. Gucken wir mal, was haben die da alles? Gold. Also Geld. Ein paar Dietriche Milch. Was bist du? Blaskon. Also eine Art Alkohol, hä? Ein Panzerbrecher, sonst nichts Wertvolles. So, der da hat noch was zum Plündern. Auch noch mal Geld. So. Gehen wir mal kurz den Pier weiter entlang. Schnellspeicher mal kurz dazwischen. Gucken wir uns kurz hier am Ende des Piers noch um, was hier so wartet. Nix. Okay. So viel dazu. Die Truhe.
Auf der Seemannskiste wurde ein großes Schiffssiegel geprägt. Darunter steht in goldenen Buchstaben Fortanero. So wird von einem schweren, sie wird von einem schweren Vorhängeschloss aus Messing geschlossen gehalten. Versuche die Seemannskiste aufzusperren. Nach etwas Arbeit dreht sich das Schloss mit einem zufriedenen Knacken und du kannst das Vorhängeschloss wegziehen. Seemannskiste öffnen. Die Seemannskiste enthält einen Kapitänshut und ein äußerst gut gefertigtes Rapier, sonst nichts. Captain Fortanero scheint großen Wert auf seinen Hut zu legen. Na, wir lassen das Zeug mal drin und nehmen die Kiste mit. Und bringen die nachher gleich dem Kumpel wieder. Aber erst einmal gehen wir zurück zum Kompass. Nicht zum Kompass, zum Kupferweg. Der Kompass ist ja da oben die Sonnenuhr gewesen. Wir sollen nämlich was in der Taverne dort abliefern. Hallo, Justica. Also, Kupferweg. Mal sehen, ob wir unterwegs in irgendeiner Gasse überfallen werden. Scheint nicht so. Dann können wir im Kupferweg uns ausruhen, die Sachen abgeben. Ja, und dann? Ich glaube, ich gucke mal, ob ich mich im Kupferweg so ausruhen kann, dass ich einen Mechanikbonus kriege. Dann könnte ich mal noch mal kurz in den Dungeon nach unten gehen, in die Katakomben und versuchen, den Fallenweg weiterzugehen. Superstitious kith have spilled their share of blood. That's no comparison. Animancers had the advantage of education, and with that comes authority and responsibility. I have to say, it's wonderful to have someone to debate with. You'd think they'd be more welcoming of it at the law college. Or we could enjoy a glass of wine and a comfortable... Oh, jetzt habe ich den Rest weggedrückt, indem ich weggescrollt habe. So, wo sind wir? Schon ziemlich nah bei Fuchs und Gans. Psst, hier drüben. Was willst denn du? Ein kleiner Junge beobachtet die Passanten und zählt dabei ein paar schmierige Münzen. Sein Gesicht und seine Arme sind voller Schmutz, doch von den Grasflecken abgesehen sind seine Kleider im guten Zustand. Als du dich näherst, blinzelt er und versucht seine Münze zu stellen oder auffällig einzustecken. Hey, soll ich dir ein Geheimnis verraten? Er wischt sich die Nase am Ärmel ab. Ich kenne ein echt gutes Geheimnis. Vorsicht, ich habe schon den ganzen Kontinent bereist und niemand verhandelt so knallhart wie meine Siebenjährige. Also eine Warnung von Sagani, dass Kinder hart im Verhandeln sind. Okay, wirklich was denn? Klar, ein kleiner Junge mit quietsche Stimme weiß sicher unglaubliche Dinge über diese Stadt. Verschwinde. Ich habe keine Zeit. Klar, ein kleiner Junge mit quietsche Stimme. Nein, wirklich, es ist ein echt gutes Geheimnis. Er huscht zu dir und plappert eilig los. Ich kenne ein Versteck, wo die Leute Sachen verstecken. Tolle Sachen. Wenn du mir hilfst, dann zeige ich es dir. Wobei soll ich dir helfen? Oh, die Stimme überschlägt sich fast. Die Schwertsiegelritter haben Dolche aus Markstahl. Das ist der beste Stahl überhaupt, außer Durkanstahl. Aber der zählt nicht, weil fast keiner mehr herstellt. Er hält lange genug, ihm um Luft zu holen. Jedenfalls gibt es drüben bei der Expeditionshalle einen Händler, der hat einen durchaus echten Marktstall. Seine Augen werden groß und rot. Er hat gesagt, er verkauft ihn mir nicht, weil ich noch ein Kind bin und Kinder nichts über Dolche wissen. Aber das stimmt nicht, ich weiß ganz viel über Dolche. Ich kenne die verschiedenen Stahlarten, ich weiß, wie die Schmelztiegelritter sie in einer Esse schmieden, ich weiß, dass die Spitze einfache Schuppenpanzer durchbohren kann, dass ein guter Schaffer durch Knochen durchsehen kann. Okay, der weiß wirklich viel für sein Alter. Aber ob er damit umgehen kann, ist eine andere Sache. Weißt du, ich kenne mich echt gut mit Dolchen aus. Und diesen Dolch will ich richtig, richtig gerne haben. Und wenn du ihn mir einfach nur beschaffst, dann verspreche ich, ich frage nie wieder irgendjemanden nach irgendetwas. Mark Stahl, der Bursch hat einen guten Geschmack. Ich hatte als Kind nur diese kleinen Haipiker. Für Austern hauptsächlich. Trotzdem habe ich mir einmal die Hand durchbohrt. Okay, mal gucken. Klingt gerecht. Ich beschaffe ihn für dich. Du bist jung, um im Messer zu spielen. Da
Das haben dir deine Eltern sicher gesagt, das würdest du mich nicht fragen. Das ist die Paladin-Antwort eigentlich. Du bist viel zu jung für einen Dolch. Du stichst dir versehentlich ein Auge aus. Aber wenn ich ein echter Krieger werden will, muss ich früh anfangen zu üben. So wie die Helden in den Geschichten. Ich weiß einfach, dass ich in einem frühen Leben ein großer Krieger war. Meine Mama sagt sogar, dass ich eine alte Seele habe. Ah, dieses Argument kann bei einem Wächter treffen oder auch nicht treffen. Na gut, helfen wir ihm. Cordy springt auf und ab und jubelt und schreit. Ich wusste doch, dass ein echter Abenteurer es versteht. Er zeigt auf ein großes Gebäude. Drüben bei Admits Lager gibt es einen großen Händler, der Waffen verkauft. Er hat den Dolch. Ich warte hier auf dich. Er grinst von Ohr zu Ohr mit klaffenden Zahnlücken. Eine neue Aufgabe. Also das ist nur was Kurzes. Weil ich habe ja gemerkt, dass Aufgaben... Platz, also welchen Marktstall brauche ich? Waffenhändler in der Nähe der Expositionshalle. Habe so einen Dolch. Ja, da gucken wir, nachdem wir im Kupfer im Gasthaus gerastet haben, gucken wir mal bei dem vorbei und bringen ihm so einen Dolch. Da ist sich Hagrim nicht zu schade für. Weil Hagrim hat sicherlich auch früh genug gelernt, einen Dolch zu führen. Und wir hoffen mal, dass der Junge sich nicht gleich die Finger abschneidet damit. Oder wirklich ein Auge aussticht. Greetings. Auf Wiedersehen. Wem sollten wir den Bündel nochmal geben? Geheime Fracht. Na. Um jeden Preis war das das. Der Schenke, Fuchs und Gans. Gerrit. Das ist Bischof. Wo ist Gerrit? Ich bin doch jetzt in der Schenke, Fuchs und Gans, oder? Ah, da ist Gerrit. Haben wir mit dem schon mal geredet? Ein Mann schleicht am Tresen herum. Er wirkt, als würde er versuchen, in der abgewetzten Holzvertäfelung zu verschwinden, und er beobachtet aus dem Augenwinkel die anderen Gäste. Er regt dir rasch zu, als du dich näherst. Was tust du hier? Ich kümmere mich nur um meine Angelegenheiten. Natürlich, du stehst alleine in der Ecke einer Taverne und trinkst nichts. Sehr unauffällig. Gerrits Augen blicken nervös um. Nicht so laut verstanden, ich bin wirklich hier, um Geschäfte zu machen. Aber die Geschäfte erfordern eine gewisse Distraktion. Und wenn du nicht von einem gemeinsamen Volk geschickt wurdest, habe ich nichts weiter zu sagen. Wir haben eine Lieferung für dich. Er blickt sich um und schnappt dir den Beutel aus der Hand. Nicht so laut verstanden. Die Dämonels haben überall ihre Spione. Ja, mit denen hatten wir es auch schon zu tun. Er steckt den Beutel weg. Sag Veranzo, dass ich das letzte Mal bei ihm gekauft habe. Die Sache wird mir zu gefährlich. Was haben die Dämonels damit zu tun? Du hast wirklich keinen Schimmer, oder? Sagen wir einfach, die Dämonels haben Exklusivrechte auf den Handel mit bestimmten Waren in der Stadt. Veranzo verdient sich gelegentlich ein wenig dazu, indem er mit denselben Waren handelt, die Konkurrenz unterbietet, sagt er. Was war in dem Beutel? Bittergurkensamen. Sie beenden Schwangerschaften. Sie sind zwar nicht unbedingt legal, aber viele Leute ziehen sie heutzutage dem Risiko einer Hohlgeburt vor. Und der Enthaltsamkeit. Er runzelt viel, sagt die Stirn. Toll, wir haben Abtreibungspillen verkauft. Habe ich gerade was Verbotenes getan? Nein, er grinst schwach. Nun fragen wir mal was über die Dämonels. Viel wichtiger ist dafür zu sorgen, dass sie nicht von dir hören. Sie sind eine alteingesessene Farnheimer Familie. Aber heutzutage sind die Dominels für ihre Geschäfte bekannt. Die meisten mit Bestechung, Erpressung, Diebstahl oder Mord zu tun haben. Ja, da wurde ich schon reingezogen. Sind wir fertig? Ja, das war's. Und jetzt verschwinde, bevor die Scheiße losgeht. Wir hätten vorher schlafen sollen. Eine Frau tritt selbstbewusst ein mit langsam besonnenen Schritten. In polierten Stiefeln ein krummes Lächeln verziert ihr kleines Gesicht. Gareth, das schmerzt mich. Du hast versprochen, nur von mir zu kaufen. Wie soll sich ein Mädchen da denn fühlen? Gareth verbeugt sich, seine Knie knallen zusammen. Bitte, meine Lady, ich habe gerade erläutert, dass ich mit niemandem sonst Geschäfte mache als...
Nur dieses ein letzte Mal, was? Hä? Darius verschränkt die Arme und wippt auf den Fersen. Es gibt immer ein letztes Geschäft, bis dir der Kredit ausgeht, versteht sich. Dana wendet sich dir zu und muss er dich von oben bis unten. Und wer bist du, bitteschön? Du siehst nicht unbedingt aus wie ein Samenhändler.